Hallo, heute sprechen wir über die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung NTG aus dem Jahre 2019-1, also dem Frühjahr, und besprechen möchte ich die Aufgabe 6. Bei der Aufgabe 6 handelt es sich um eine Kreiselpumpe, die eine Flüssigkeit transportiert, und die Skizze sieht folgendermaßen aus. Wir haben einen Behälter. Und in diesen Behälter hinein soll eine Flüssigkeit gefördert werden. Hier am Beispiel dieser Pumpe, symbolisch dargestellt. Und diese Pumpe wird über einen Elektromotor angetrieben. Die Daten, die gegeben sind, sind folgende. In den Behälter wird eine Salzlösung gefördert, die eine spezifische Dichte von 1,15 Kilogramm pro Dezimeter Kubik hat. Weitere Daten sind uns gegeben zum elektrischen Motor hier, zum Motor. Wir wissen, dass er eine Anschlussspannung von 400 Volt hat, also drei Phasen Wechselstrom können wir erkennen, dass er einen Nennstrom von 13 Ampere aufweist, dass die Leistungsziffer